Wann kommt eigentlich Rathaus 16? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und die Frage kann ich euch natürlich nicht beantworten, denn es steht jetzt erstmal Rathaus 15 in den Startlöchern. Also der erste Sneak Peek, und ich habe mir natürlich auch mal wieder Gedanken gemacht, wie ich das am einfachsten für euch hier rüberbringe. Und habe mich da mal wieder zu der Desktop-Variante verleiten lassen. Das heißt, das brauchen wir hier heute nicht, sondern wir springen ganz hart auf den Fullscreen meines Monitors. Da sind wir. Und hier habe ich natürlich noch ein Rathaus 14 für euch. Ihr seht das, das ist so, ich habe das schon mal erklärt, wie wir das von Supercell zur Verfügung gestellt bekommen. Also Bild- und Videomaterial und natürlich auch reichlich Lesestoff noch dazu. Und so kann ich euch das eigentlich so, ich sag mal so, relativ geschmeidig zeigen. Also wir fangen an mit dem Rathaus 15 Upgrade hier in Clash of Clans. Hier seht ihr noch ein komplettes 14er Maxed Out Dorf. Das ist übrigens genauso wie meins. Meins ist auch Maxed Out. Vielleicht hat der ein oder andere ein bisschen genauer hingesehen. Ich habe jetzt zwar noch ein paar Bauarbeiter in der Schmiede beschäftigt, aber die kommen natürlich dann zeitnah zurück. Ihr seht das Ganze auch in Englisch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm für euch. Aber ich spiele einfach mal ab hier unten. Und dann sehen wir das Ganze auch ein bisschen in Action. Ich hoffe, das kommt ganz gut rüber, auch Fullscreen hier. Dann muss ich das nicht irgendwie verkleinert in das Videoformat reinbringen. Und ihr könnt ihr könnt das genießen. Also Instantly Upgrade. Zack, da ist es, Level 15. So sieht es aus. Ich find's mega. Ich find's wirklich mega. Und die Farbe, ja, da lässt sich noch drüber streiten, ob das ein Lila ist oder ein Dunkellila. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man diese Farbe nennt. Aber alle Sachen werden diese Farben bekommen. 9 Tage ist da, stand jetzt eben 9 Tage Boost left, aber ich glaube, man hat den Boost nur 5 Tage. Die Kapazität hat sich natürlich leicht erhöht. Also was Storage-Kapazität angeht, ich gucke jetzt gerade mal gegenüber dem 14er. Da hat sich nichts getan, glaube ich. Und auch bei den Werten hat sich erstmal nichts getan. Obwohl der erst auf Giga. Oh doch, oder hat sich schon was getan. Das ist nämlich, das waren gerade Rathaus 14 Werte, volle Ausbaustufe. Das heißt also, das Rathaus hier kann natürlich noch ausgebaut werden, auch wieder auf die jeweils 5 Stufen. Und dann sieht das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen anders aus. Also, so sieht das Rathaus aus oder so wird es aussehen. Und ich finde, ja, die Farbe mag ich. Ich mag sowieso so ein bisschen nicht so grelle Farben, sondern eher so ein bisschen was Gedeckteres. Und das hier trifft in jedem Fall voll meinen Geschmack. Okay, wir gucken uns das nächste Video an. Das Rathaus 15 in der Defensive. Also hier mit Barbaren und mit einem Päcker. Bitte guckt mal ein bisschen genauer hin. Ich habe mir die Videos auch ein bisschen genauer angeschaut. Denn jetzt wird gleich das Rathaus aktiviert. Also auch da wieder der Giga Tesla oder Giga Inferno in Arbeit. Und ihr seht das aber, Max Päcker hier auf Level 9. Das reicht in jedem Fall. Einer davon, ich meine, die Barbaren haben jetzt so ein bisschen helfen können, aber auch hier wieder der Effekt, das heißt also der Gifteffekt, 4 Teils. Und dann noch dazu die Verlangsamung, also da hat sich so weit erstmal nichts geändert und in diesem Sneak kommt auch nichts Neues erstmal. Ja, da muss ich euch jetzt leider schon so ein kleines Stück ausbremsen. Es kommt leider noch nichts Neues. Aber wir haben neue Defenses. Natürlich nicht neue Defenses, sondern alte Defenses. Und auch hier ist es immer so ein bisschen vorher, nachher oder ist und gleich. Also von den Werten her, da verändert sich nicht so ultra viel. Also zumindest nicht bei jeder Defense sind die Werte so ultra geändert. Ihr seht das hier, Damage per Second 160 und 2250 Hitpoints. Hingegen die auf Rathaus Level 14 154 und 2150. Das ist nicht viel, aber ihr müsst auch rechnen, ihr habt 6 Kanonen. Und ich meine, es sind 6 Kanonen. Und dann macht es natürlich, ich will mal sagen, da macht es wieder die Masse. Wenn man das Ganze dann zusammenzählt, dann kommt man doch schon auf eine hübsche Summe. 140.700, Level 20,
Level 21 hat nicht wirklich super, super viel mehr, nämlich 145 und 1000, jetzt lass mich lügen, 800. Also auch das ist nicht viel, aber ihr habt ja einige Bogenschützentürme und wenn man es auch da dann wieder zusammenzählt auf die Masse, dann sind das schon mehr Trefferpunkte, die man jetzt zerstören muss. Gar keine Frage. 90, 2, 9 und das werden, glaube ich, 95, 300. Über die Designs lässt sich streiten. Ich habe ja schon gesagt, ich finde es sehr, sehr schick. Der Magierturm sieht wirklich mega aus. Der gefährlichste Magierturm aller Zeiten, würde ich sagen. Aber nicht auf meinem Kanal. Aber 95, 3000 und auch hier immer dran denken. Ich sag's immer mal wieder, ihr müsst das auf die Gesamtanzahl sehen. Dann sind das schon etliche Hitpoints oder Trefferpunkte, die man jetzt weiter herunterballern muss. 500, 1650. Und da ja bei dem Upgrade, da sieht man nur, dass sich unten die Stempel, also die Böcke, wo die Luftabwehr draufsteht, so ein bisschen verändert und natürlich auch immer mit dem umgekehrten, ja, was ist das, so ein Dreieck, ne? Ich mag das in jedem Fall. So, Level 14. 668 plus 6, wenn man den upgradet. Also, und auch hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Trefferpunkte, 200 Trefferpunkte gleich mehr. Ja, das finde ich schon eine enorme Veränderung. Eben waren es immer nur so zwischen 50 und 100, aber hier sind es jetzt schon plus 200 auf den Minenwerfer und jetzt geht es hier rüber zum X-Bogen und auch der bekommt ein richtig heftiges Update. Plus 200 Hitpoints, also da dauert schon und ihr seht auch die Upgrade-Zeiten hier, das ist alles ohne Pass. 19 Tage, Leute, da geht was. Wir gehen den 3 Wochen entgegen, habe ich gestern mal so gedacht. 21 Tage irgendwann demnächst und ist natürlich auch heavy, wohin sich das Spiel entwickelt hat, aber sehr, sehr schön zu sehen unten mit dem Rädchen, wenn sich das, wenn sich der X-Bogen dreht. Der Inferno-Turm bekommt 100 Damage per Second mehr, aber 300 Hitpoints mehr. Also auch hier nicht wirklich, also ich will natürlich stärker, aber auch hier 300 Hitpoints mehr. Ihr wisst schon, wie oft da die ein oder andere Truppe drauf schießen muss, damit der Inferno hier auch fällt. Also ist das, glaube ich, ich hoffe, dass es gut gebalanced von Supercell, die Erhöhung. Und genaues kann ich da noch nicht zu sagen. Da müssen sich dann die Analysten streiten, wie viel Trefferpunkte am Ende tatsächlich gegenüber Rathaus 14 Maxed da sind. So, hier wird noch mal ein bisschen hin und her getauscht. Das ist jetzt nicht was ich irgendwo gemacht habe, aber man sieht jetzt schön die Unterschiede Rathaus 14 Maxed und Rathaus 15. Also der Ausbau der Defensive. Und ich finde, ja, vom Design her fügt sich das schön in unser Dorf ein. Eine schöne dunkle Szenerie noch dazu. Würde dem Ganzen so ein bisschen das i-Tüpfelchen aufsetzen. Neue Level, Other Buildings heißt es hier. Also die Lager bekommen auch ein neues A-Design und B auch noch so ein bisschen mehr Kapazität dazu. Ihr seht das. Plus 20.000, das geht auf Level 10. Die Baukosten sind jetzt nicht die Baukosten, sondern die Bauzeiten liegen etwas drunter, also unter den Defenses. Und ihr seht das, 12 Tage, aber trotzdem fast 2 Wochen schon warten auf einen so einen Gold Storage bei 6 Bauarbeitern, die man ja maximal haben kann. Da müssen wir sicherlich das eine oder andere Jam oder ein bisschen verschnellern, dass wir hier auf jeden Fall auf die maximale Kapazität kommen. Ich finde, das ist auch immer sehr gewichtig. Das heißt also, dass man die auf jeden Fall auf voller Ausbaustufe hat, damit man auch womöglich die letzten Sachen auch upgraden kann, damit genug Storage reinpasst. Die Clanburg geht nochmal ein Level hoch. 50 Truppenkapazität, Leute. Und nochmal 200 Hitpoints drauf. Also hier geht nochmal was truppenmäßig. Jetzt demnächst 350 Truppen in der Base. Das muss man auch erstmal handeln. Und natürlich geht auch das Labor hoch, weil es auch neue Truppenlevel geben wird. Da kommen wir aber ganz zum Schluss so. Und auch das ist in einem sehr, sehr schönen Design. Es hat so ein bisschen was vom Giga Tesla oben auf dem Dach.
Und ich glaube, ganz am Ende, ich weiß nicht, ob noch was gesneakt wird hier. Workshop Level 6 ist auf jeden Fall upgradebar, aber mehr kam jetzt gerade nicht, okay. Ich habe auch nicht mehr für euch auftreiben können. Ich hoffe, das ist jetzt noch, ist jetzt erstmal nicht ganz so schlimm, aber ich habe 5-mal hin und her gespult und habe gesehen, das Ding ist noch upgradebar, aber es kommt heute noch nicht vor. Also haben wir haben auch heute erst den ersten Sneak und haben neue Traps, also neue Level für Fallen und für, hurra, die Mauern. Ihr seht hier die Bombe, 8 Tage die Bombe. Hätte euch das jemand erzählt, als ihr mit Clash of Clans angefangen habt, dass diese Bomben einmal 8 Tage brauchen, bis sie fertig werden, hättet ihr gesagt, das glaubst du selber nicht, Toto. Aber es ist so, aber sie sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Sehr episch mit dem goldenen Ring da rum und hebt sich nochmal ab. Bei den, bei den Luftminen, muss ich sagen, ist der Effekt jetzt nicht mehr ganz so hoch. Da muss man jetzt schon genau hingucken, was ist eigentlich 14, was ist 15. Bei den Mauern wird es wieder eindeutig, Leute. Es gibt eine coole neue Farbe, jawohl. Da sind die neuen Mauern und 1000 Trefferpunkte mehr pro Mauer. Ja, 300 haben wir davon, Leute. Also das sind richtig, richtig viele Hitpoints, die wir dort machen können. Aber es sind maximal erstmal nur 200 Mauern upgradebar. Habt ihr, glaube ich, auch gerade eben gesehen. Also auch noch nicht das volle Kontingent. Das sind wir von Supercell so gewohnt, dass sie uns nicht sofort alles machen lassen, sondern noch so ein bisschen was offen haben für die Zukunft. Aber die Level 16 Mauern sehen schon nett aus, sehen schon sehr, sehr nett aus. Und auch hier wieder das Design. Die Ecken sehen natürlich immer so ein bisschen anders aus als die eigentliche gebaute Mauer. Und passt aber gut an, finde ich farblich perfekt. Absolut super gewählt hier von Supercell. Wir bekommen neue Heldenlevel, Leute. 5 pro Held drauf. Das heißt also, es sind natürlich immer 5, nicht 2 oder 3. Denn immer beim einen neuen Upgrade, das heißt also auf 85, gibt es dann die neue Ability, also die verbesserte Ability. Und die ist, die bleibt eigentlich gleich. Also da gibt es jetzt nichts Bahnbrechendes, was wir hier machen können. Also in dem Video, das... Diesen Videoteil fand ich dann auch eher etwas langweilig. Ich meine, ja, wir gucken uns jetzt an, wie der 5 Level hochgeht. Hier Upgrade zu 85. Der Kollege hier hat auch ziemlich viele Hämmer angespart. Geht natürlich nicht so, aber ist halt ein Entwicklungsaccount und auch die Queen geht jetzt 5 Level hoch. Ich glaube, das kann ich euch mal skippeln. Ich glaube, das kann ich euch ein bisschen skippen. Da drehe ich hier unten mal ein bisschen an der Uhr. Also der Warden geht auf 60 hoch und der Royal Champion dementsprechend auf 35. Da ist er. Ich gebe euch das ein bisschen, weil ich will das jetzt nicht so endlos lange ziehen wie so ein Kaugummi. 34, 35 und dann haben wir auch den Helden hoch, also den Royal Champion auf Level 35 und die Werte werden sicherlich später auch wieder im Wiki stehen, nicht im Wiki stehen, entschuldigt bitte, im Clash of Clans Blog. Das heißt also, es gibt natürlich jetzt wieder andere Trefferpunkte, andere Hitpoints, anderes Damage und im Gegensatz dann zu dem Level 14 Max sein, kann man das natürlich wieder in Tabellen, Statistik vorhalten und auch die Upgrade-Zeit ist aber immer 7 Tage, das wisst ihr, ab einem gewissen Level, ich weiß jetzt gar nicht, was es ist, ich glaube 38, brauchen die immer 7 Tage, die Helden, und das ist ja auch schon ein Wort zum Sonntag, ihr seht das, 85, 85, 60, 35, wenn ihr jetzt mit Clash of Clans anfangt, Leute, da wisst ihr, wo die Reise hingeht, und wir sehen hier nochmal alle Upgrades, so sieht ein Rathaus 15 dann tutto completi aus, das ist jetzt schon, na, ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen geleakt ist, will ich nicht sagen. Aber auffällig ist natürlich, dass hier noch einiges noch nicht abgegradet wurde. Also weder die Armeelager, noch die dunklen Bohrer, noch die Bomben. Der Adler ist noch nicht angesprochen worden. Die Bauhütten noch nicht. Tesla noch nicht. Luftfeger, Scattershot. Alles noch nicht abgegradet. Zumindest hier noch nicht im Bild. Ich kann euch auch nicht sagen, ob es noch kommt oder nicht kommt. Aber die Kasernen sind natürlich schon abgegradet, da seht ihr sie schon. Die neue, ja, ich will mal so sagen, die neue, was heißt die neue Kaserne? Man hat ja nur noch eine dunkle Kaserne und eine normale Kaserne. Und
Da kommen natürlich auch neue Truppenlevel raus, gar keine Frage. Aber ich finde, das wird ein paar Tage dauern, Leute, bis das erstmal diesen Ausbauzustand vor allen Dingen auch bei mir hat, aber auch bei vielen, vielen anderen, denke ich mal. Aber dafür ist es ja ein Strategieaufbauspiel. Und wir haben dann auch wieder so circa 15 bis 18 Monate Zeit, um das ganze Dorf aufzubauen. Das muss ja mal reichen. Aber ich habe es schon angesprochen, es gibt natürlich neue Truppenlevel hier. Und zwar sind neue, da müssen wir jetzt genau hingucken, die Barbaren jeweils hier immer unterschiedlich. Also einmal aus der Clanburg und einmal normal gesetzt. Ihr seht dann auch schon so ein bisschen so die kleinen, aber feinen Unterschiede. Finde ich eigentlich ganz gut, habe ich gestern gedacht. So sieht man, was war Clanburg-Truppe und was ist Truppe, wenn ich sie setze. Finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Finde ich auch sehr, sehr gut animiert hier von Supercell, das Ganze immer so mit drei Truppen zu machen. Hätte ich auch mal drauf kommen können. Die Helden sind hier noch geboostet. Auch nicht schlecht, 85, 85, 60, 35 schon mal dran gewöhnen. Und sehr, sehr starke Bogenschützen, die aber hier den Turm leider nicht ganz schaffen. Mal sehen, welche Truppe denn überhaupt mal diesen Turm schafft. Also die Maulbrecher werden es nicht schaffen. Gar keine Frage, aber sie sind halt Maulbrecher, ne? Und die neuen Mauerbrecher haben auch dieses berüchtigte Dreieck auf ihren Fässern. Die Magier sind neu. Magier sowieso sehr, sehr starke Truppen. Und die Magier sind auch mal wieder die ersten hier, die diesen Bogenschützenturm jetzt auch schaffen. Also die haben auch etwas mehr an Trefferpunkte bekommen, beziehungsweise etwas mehr an Damage. Die Minions richten natürlich nicht so viel an. Da sind die drei Bogenschützen da oben. Hart gepanzert natürlich viel, viel stärker. Also da kommt erstmal nichts ran. Aber jetzt die Miner, Leute, das müsst ihr euch angucken. Miner aus der Clanburg und die Miner hier unten gesetzt. Das sind drei Miner, ne, glaube ich, nur gewesen. Und oder ist das da oben der Unterschied? Das kann auch sein, dass das der Unterschied zu den vorherigen Minern ist. Ich habe jetzt gar nicht genau aufgepasst. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Der Elektrodrache hier, okay, das kann oben natürlich ein 14er sein und hier unten ist es dann ein Rathaus Level 15, also ein Level 6 Inferno. Schaffen die aber locker beide den alten oder den neuen Turm, so muss man sagen. Und auch hier die Hexen, ich glaube, das ist so, ne? Das ist noch Rathaus 14, was da rauskommt. Und hier unten sind dann, ich nenne es mal so, die Rathaus 15 Hexen. Wo man jetzt auch schon ziemlich genau hingucken muss, was sich da verändert hat. Aber auch die Hexen schaffen das natürlich ganz easy peasy hier, Leute. Vier Hexen und dann ist der Turm hier ganz, ganz schnell Geschichte. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen, die Riesen. Ich glaube, das ist ein 14er Riese und der 15er mit diesen dreieckigen Platten. Ja, so ist das, glaube ich, gemeint. Also muss ich das vom Anfang doch korrigieren. Sehen dann doch nicht anders aus, sondern ist immer der Unterschied 14 zu Rathaus Level 15. Und die Riesen haben sowieso immer eine gute Figur gemacht, muss man sagen. Und sind von Level zu Level einfach schicker geworden, finde ich. Ich finde, da ist jetzt kein Riese irgendwie, der nicht wirklich gut aussieht, außer vielleicht der Level 1 Riese, ja. Der hat auch noch keinen Bart, aber hier die Golems, unheimlich stark. Trefferpunkte, ihr seht das schon satt hier beim Level 15. Der hat natürlich auch schon so ein bisschen jetzt die Farbe des Rathauses und die brauchen wahrscheinlich ein bisschen länger, deswegen bricht das Video gerade an der Stelle ab. Ich hoffe aber, das ist nicht ganz so schlimm. Wir gehen nochmal in das 15er Video rein hier, damit wir das Rathaus nochmal haben hier und bleiben hier einfach mal stehen in der Szene. Denn es gibt natürlich noch ein bisschen mehr, also es gibt auch noch so ein paar Notes, das sind aber letztendlich, das sind PDF-Dateien, die uns zur Verfügung gestellt wurden und hier, ihr seht das hier, die Upgrade-Zeit, Upgrade-Kosten und dann auch Goldkapazität, das Ganze gibt es hier jetzt in den jeweiligen Tabellen. Ich gehe mal davon aus, dass das heute oder morgen dann auch oder wenn das Rathaus 15 da ist, jeweils immer in dem Clash of Clans Blog auftaucht und dann natürlich auch in den dementsprechenden Wikis, die es draußen gibt, wo man dann sehen kann, wie viel Trefferpunkt hat mein Rathaus mehr, der Giga Inferno, was kostet er, wie viele Tage dauert es und so weiter. Und aber hier sieht man dann auch schon, dass auf voller Ausbaustufe hier 4,5 Teils dann auch da sind.
und Damage, wenn destroyed, ändert sich aber ab Level 3 nicht. Also erstmal sollte man den ganz, ganz schnell, glaube ich, auf 3 bekommen, um dann am Ende hier noch vielleicht diesen 0,5-Teil mehr zu haben. Das ist vielleicht nur ein ganz, 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 ganz kleines i-Tüpfelchen. Aber das Ganze gibt es sowohl für Level als auch für Buildings. Also das ist jetzt nur noch Tabellengequatsche hier. Und die Additional Hero Levels, auch hier seht ihr jeweils dann immer die Kosten. Was kommt auf euch zu und auf mich zu? Es ist schon erstmal eine ganze Menge, Leute. Wir sind beim ersten Sneak und das finde ich schon heavy. Also hier geht's jetzt ins Eingemachte. Das sind jetzt die jeweiligen Truppen, Supertruppen-Level. Supertruppen kommen ja doch, Super Archer, Super Barbarian. Das ändert sich natürlich dann auch alles, weil sich der Endlevel der Barbaren, der Archer, der Riesen, der Mauerbrecher, der Magier, der Minions, Golem haben wir gesehen, Witch haben wir gesehen, Miner haben wir gesehen und Elektrodrachen. Also hier auch noch, hier fehlen noch reichlich Truppen, die upgradet werden könnten. Und das letzte ist eigentlich dann die Spell Upgrade Time und Cost Reductions. Weil wir ja jetzt wieder ein Rathauslevel hochgehen, haben wir, sage ich mal, beim Rathauslevel 15 jetzt die Endkosten und alle anderen Sachen vorher von den Rathäusern 14, 13, 12 bis runter werden dementsprechend dann billiger, brauchen nicht mehr so lange und so weiter. Aber wie gesagt, Leute, das ist jetzt auch wirklich nur noch hart Tabellengequatsche hier. Dennoch finde ich, ist es reichlich, was hier gezeigt wird, beziehungsweise was hier im ersten Sneak rausgekommen ist. Und ich hoffe eigentlich, dass euch das ganz gut gefallen hat. Wir springen jetzt doch mal wieder auf mein Dorf hier. Und dann habe ich sicherlich auch irgendwo ein nettes Bildchen hier vom Rathaus 15. Und das blende ich euch jetzt einfach mal ein und könnte das auch einmal für euch kurz mal sliden, also mal ein bisschen drehen, so dass ihr das Rathaus dann auch in voller Blüte seht. Also Rathaus 15 ist am Start, Leute, und ich kann euch nur noch nicht sagen, wann es kommt. Das ist jetzt die berüchtigte Frage. Toto, wann kommt es denn? Naja, sagen wir mal so, wenn ich mir hier so ein bisschen so die Events anschaue, dann denke ich mal so, nicht in der Zeit, wo die Hammerparty noch läuft. Danach kann ich mir das schon vorstellen. Aber einen genauen Tag haben wir auch selber noch nicht benannt bekommen. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr, denn alle Discord-Leute haben gestern mein Video von gestern verpasst. Denn irgendwie hat mein Discord-Bot gedacht, Toto hat gar kein Video gebracht, und dann haben das vielleicht einige nicht mitbekommen. Deswegen Kanal abonnieren, dranbleiben hier, und dann seht ihr bei mir auch weitere Sneaks. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clashed.